So, meine Lieben, hier bin ich wieder. Meine Seele soll brennen, wenn ich euch Pardon gewähre. Ja. Bin gerade einmal hochgekommen und jetzt einmal wieder hier runter. So. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Ach, Medizin ist gut. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Es ist das nicht. Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Treffen wir in Charlestown. Was machen wir mit denen? Heute, in einem Monat. Eieieiei. So, die Überlebenden haben wir gerettet und das mit den Raubbomben auch geschafft. Okay. Dann machen wir mal weiter. So, eieieiei. Ich bin immer noch im Sperma. Im Sperr. Ach, ich würde immer da drücken. So. Wo ist denn jetzt das nächste Ziel? Da oben. Ja, in der letzten Folge habe ich mal ein anderes Mikrofon getestet und habe ich gemerkt, bei dem Mikro ist der Ton um einiges heller. Ich muss mal sehen, was ich da machen kann, ob ich noch bei dem alten bleibe oder weil, keine Ahnung. Ich muss mal sehen. Bring die Hauptsegel in den Wind! Ja. Hoch die Banden, da wird's bald! Alle Segel, Bewegung! Genau, volle Bewegung. Alle Segel klar zum Setzen! Moment. Lass mich hier durch. Es ist ein Piraten hier! Alter, bis am Drücken hier, um Volldampf zu machen, sozusagen, dann geht's immer wieder nicht. La da 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 da. Ja. Wie nah sind die denn dran, hä? Ach ja, die sind noch ganz hinten, Mensch. Schnuppidi, schnappidi, bab. Die Belagerung. Mission starten. Okay. Das kleine Schiff da. Hey, O'Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Ja. Möge die See euch gewogen sein! Möge die Macht mit dir... Ach nee, das ist was anderes. Gute Reise und so. Ja, was kämpft denn jetzt? Oh. Wo sind wir denn hier? Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. Sechs Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen,
dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Euer Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Okay, wir folgen einem Kanonenboot. Setz halbes Segel. Ja. Wie so ein Geisterwald hier. Und wir sind ein Geisterschiff. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Das Schiff wurde entdeckt. Ja, wir müssen ihm doch folgen. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ei, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Ja. Der Controller war gerade ausgegangen, deswegen muss ich das hier nochmal schneiden. Pass auf, die Sandbänke. Ja. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Die Glocke sabotieren. Okay. Eine Glocke. Ach, so tief ist das ja gar nicht. Komme ich da so einfach ran an die Glocke? Da ist eine. Da unten auch. Da ist ein Heuwagen. Hui. Ach komm, wieso kommt der denn raus? Stop the bastard! How dirty is! Kann ich ja wake up! Ich fahr doch im Heuwagen drinnen! Wieso ist er denn rausgekommen? Ich hab doch überhaupt nicht gedrückt! Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr das nur so zum sichtbar machen? Der braucht ja doch gar nicht den rauskommen oder was? Verstehe ich nicht, ey. Und das haben wir nicht gesehen, ist klar. Und jetzt geht's doch auch.
Hallo. So. Oh, Alter. Kann, ja, klar. Ach, geh doch nicht. Alter, wie ich das hasse, ey. Du willst einfach nur weglaufen, dich um die Ecke drehen und dann fällt das Armat jetzt einfach irgendwo hoch. Geh einfach weiter. So. Setz halbe Segel. Ah, Gott, ey, was für eine Aufgabe, ey. Ich sehe sie. Da drüben. Oh, ich sehe Nebel. Bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Und außerdem bekommen wir auch ein bisschen Hunger. Wenn ich Hunger habe, kann ich nicht richtig denken. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Ja, ja, war gut. Aber wenn ich nicht denken kann, dann kann ich nicht spielen und so. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Der ist auch eine Sackgasse, oder etwa nicht? Immer mit der Ruhe, Captain. Alle Berg. Wie soll das denn hier jetzt gehen? Ist doch viel zu eng und so. Nehmen wir Fahrt auf. Wieso fahren wir denn rückwärts? Hallo, ich hab doch Segel. Wieso fährt denn das nicht weiter? Alle Segel einholen. Ja, da kommen wir jetzt nicht durch, ne? Toll. Großsegel setzen. Da durch? Ne, geht auch nicht. Alter, vorne ist sicher gar nichts, Mann. Ne, da auch nicht. Und hier? Ne. Boah, was ist das denn jetzt? Links komme ich ja gar nicht rum. Das ist doch nicht wahr jetzt. Du kannst ja gar nicht nach links durch. Fährst du immer wieder weiter weg vom Schiff. Und da sind die Türme. Nee, das geht nicht. Einholen. Großsegel reffen. Alter. Großsegel setzen. Die Segel setzen.
muss doch irgendwo da weitergehen. Auf die eine Ecke bin ich aber nicht weiter vorwärts gekommen. Seltsam. Aufgehen, Segel treffen. Nee, da kann ich doch auch nicht durch. Jetzt halbes Segel. Wo ist ein Paddelboot? Nee, das will er nicht. Boah, das gibt's doch. Die andere Seite fahren wir auch nicht vorwärts. Ich bleib da ja auch dann stehen. Licht holen, Fahrt zulegen. Seltsam ist das. Trimmung locker, Topsegel treffen. Man muss doch dahin. Mehr Segel, alles was wir haben. Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück mit der Medizin. Aye, Sir. Und warum ist er denn vorher einfach stehen geblieben und hat nichts gesagt? Seltsam. Hab ich denn schlafende Pfeile? Nein. Na toll. Vito saugt uns das letzte bisschen Lebenskraft aus. Glaubst du, es stimmt, was man über Blackbeard sagt? Das Feuer aus seinem Kopf aus, wie aus einem Vulkan? Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihm im Bunde. Sei bloß dankbar, dass sein Schiff vor Anker liegt. Und sich keinen Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Alter. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Uah. Lass mich in Ruhe. Drei Krokodile kommen zum Abendessen. Ja, ich stech doch von Ewigkeiten zu. Dann versteck den nicht einfach weiter in deiner. Die Blockade sollte bald enden. So. Ich krieg einen Landkoller und dieser Drecksumpf reicht mir nicht. Man sollte meinen, es ging um Gold. Oder um. Ey, kann ich ja kaum was erkennen, ey. Um alle Zipperlein zu kurieren, die bei denen an Bord wühlten. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Sachen. Wieso muss ich den jetzt zu Fuß verfolgen, ey? Kann ich den hier einfach abknallen, Mann? Wo soll ich den noch alleine hinverfolgen? Hep und hep, hep, hep. Hast du heute schon Krokodile gesehen? Ich hätte schwören können, den Schwamm am Boot vorbei. Nein. Ruhige Nacht. Bist du sicher? Ich hab da was im Wasser gehört. Es war ruhig, bis du kamst. Geh weiter. Der Hauptmann war. Hep. Zeit braucht er. Nicht laufen, Mann. Ich sehe die doch dauernd hier. Hauptmann Wyatt ist kein geduldiger Mann. Hep. Jetzt regnet das auch noch. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott! Verschwinden wir hier!
Die verfolgen ihn weiter. Lauf doch einfach weiter, ey. Ich dachte, wir schaffen es nicht. Ja. Oh Gott, ey. Jetzt. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Der Freiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Okay. Zurück zum Haus! Ach komm, ey, wieder sowas, was voll nach Zeit geht und was vorher gar nicht angezeigt wurde. Ey, wie blöd ist das denn? Oh, immer diese engen Zeitfenster, ey, ich glaub das ja nicht. Erstmal lange Zeit hinterherlaufen, hat er nicht eingeholt bekommen. Ah ja. Hupsala. Genau da ist einer, wo du hinspringst. Ja klar. Ey, wie kacke ist das denn, Mensch? Oh. Immer diese verdammt engen Zeitfenster von 3 Sekunden, ey. Ein klitzekleiner Fehler oder was, ey. Sofort Ziel aus den Augen verloren, obwohl man den vorher noch sehen kann. Das ist so bescheuert, dieser Verfolgungsdinger, ey. Ah, dass du den nicht mal eingeholt bekommst. Geht doch, Alter, ja, doppelter Sprung, alles klar. Nein, da sind doch wieder Wachen, da würde ich mit dir nicht durchkommen. Oh Gott, steh mir bei und schlachte diese Teufel. Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Genau. Hättest du doch verhandelt, Freund. Okay, wir brauchen Medizin. Er ist zurück, Captain! Was hast du? 2 Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Yep. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken?
Verlassen wir diese Gewässer, Lad. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem 4. Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein 5. eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. Da bin ich mir sicher. Oder der darunter. Wer weiß das schon. So. Gut, die Krokodile fand ich kacke. Egal. Oh, Trophäe erhalten. Die richtige Arznei mischen. Okay. Ich bin auf dem Weg nach oben. Olivier möchte mit uns darüber reden, aus dem Material, das sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt. Na Moment, so. Gut, das war's erstmal für diese Folge, liebe Leute. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gucken und mach's gut. Bye, bye.